Liebe PC Games Leser, wir sind den ganzen Weg von Nürnberg nach Texas Austin geflogen, um die Einstorm Studios zu besuchen und einen Tag zusammen mit Harvey Smith zu verbringen. Das ist der Produzent von Deus Ex 2. Und momentan sitzen wir gerade noch beim Frühstück und wir fahren jetzt erstmal los und gucken, ob Harvey Smith schon wach ist. I just need a few minutes. Why don't you come in? Okay. Hey, hey. I'll be in the bathroom. Just give me 5 minutes. Okay. Wie bist du eigentlich zur Spieleindustrie gekommen? Nach der Highschool war ich bei der US Air Force und habe 3,5 Jahre in Deutschland gelebt. Danach habe ich mich als Amateurschriftsteller versucht, habe mich aber sehr für Videospiele interessiert. Eigentlich spiele ich schon seit es Videospiele gibt. Ich hatte einen Atari 2600 und davor habe ich schon bei einem Nachbarn Pong gespielt. Als ich Ende der 80er in Europa gelebt habe, waren es Atari 1040 ST und Amiga-Spiele. Als ich mit der Air Force fertig war und zurück in die Staaten kam, hatte ich einen Kumpel bei Origin. Ich habe versucht, da einen Job zu bekommen. Ich habe mit dem Origin-Team Softball gespielt. Ich habe mit dem Typen das Rollenspiel Shadowrun gezockt. Ich war sogar mit Richard Garriott alias Lord British beim Fallschirmspringen, um einen Job als Designer zu bekommen. Aber es hat nie geklappt. Irgendwann war dann eine Anzeige in der Lokalzeitung hier in Austin. Spieletester gesucht, $7 die Stunde. Ich habe mich vorgestellt und den Job sofort bekommen. Ich war dann eine Weile bei der Qualitätssicherung, wo ich mit Warren Spector und Doug Church an System Shock gearbeitet habe. Das war wirklich eine tolle Zeit. Ich habe eine Menge gelernt. Und danach kam seit inzwischen 10 Jahren ein Projekt nach dem anderen. Wenn du dir eine Lizenz aussuchen dürftest, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder Star Wars, woraus würdest du gerne ein Spiel machen? Ich wollte schon immer ein Spiel zu den Ember-Chroniken machen. Das sind Bücher von Roger Selesny, aus denen ich gerne was machen würde. Es gab auch mal ein altes C64-Spiel in diesem Universum. Ich bin schon ein Fan dieser Bücher, seit ich ein Kind bin. Bist du zufrieden mit Deus Ex 2? Ja, ich bin sehr zufrieden mit Deus Ex Invisible War. Insgesamt ist das Spiel großartig. Ich glaube, es ist in jedem Bereich besser als der erste Teil. Die künstliche Intelligenz ist besser, es sieht besser aus, die Story ist freier, das Gameplay versetzt den Spieler noch mehr in die Spielwelt. Ja, ich bin hochzufrieden mit dem Spiel. Was würdest du Fans von Deus Ex 1 antworten, die sagen, dass sie den zweiten Teil nicht mögen?
Naja, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber was ich von den meisten Fans mitbekomme, ist, dass sie das Spiel lieben. Das erste Spiel bekam durchschnittlich 90%. Und ich denke, auch der zweite Teil wird in diesem Bereich liegen. Unsere erste Demo war schrecklich. Das war eine echt miese Demo. Aber sobald das komplette Spiel rauskam, waren die meisten wirklich zufrieden damit. Würdest du sagen, Deus Ex ist ein Spiel von Warren Spector oder ein Spiel von Harvey Smith? Weißt du, diese Denkweise liegt mir völlig fern. Ich spreche immer von uns und von Ian Storm, nicht ich oder Harvey Smith oder Warren Spector. Wenn du dir unsere Arbeitsweise anschaust, dann merkst du, dass wir alle an diesem Projekt beteiligt sind und alle wichtig sind. Es sind die Tonleute, die KI-Programmierer, die Grafiker, die Level-Designer, die Leute, die die Musik schreiben, die ihr Können jeden Tag unter Beweis stellen. Es sind so viele Spezialisten, die ihre Talente einbringen, dass es schlussendlich ein Ion Storm-Spiel ist. Bei Deus Ex 1 war ich Lead-Designer. Ich habe eine Menge Maps erstellt, an der Technik des Spiels gearbeitet und das Design gemanagt. Bei Deus Ex 2 wollte Warren, dass ich eine größere Rolle übernehme. Deshalb habe ich das Kartenbasteln aufgegeben und stattdessen Designer, Programmierer, Grafiker, Audioabteilung und Drehbuchschreiber aufeinander abgestimmt. Ich habe eng mit den Produzenten zusammengearbeitet, um das Spiel fertigzustellen. Meine eigentliche Aufgabe war es, den Leuten zu erklären, welche Art von Spiel wir machen, ihnen eine Vorstellung davon zu geben. Danach habe ich die einzelnen Ideen ausgewertet. Wenn zum Beispiel einer der Schreiber eine Idee hatte, in welche Richtung die Story gehen könnte, habe ich mir das angeschaut und überlegt, ob das zu dem passt, was wir wollen. Wenn nicht, habe ich es verworfen. Wenn ja, habe ich es eingebaut. Wir wussten, dass wir bei Deus Ex 2 die Geschichte des ersten Teils fortsetzen wollten. Wir wussten auch, dass wir J.C. Denton nicht wieder als Hauptcharakter haben wollten, weil er ein zu gewichtiger Teil der Welt geworden war. Deshalb wollten wir ihn zwar einbringen, als Hauptcharakter brauchten wir aber jemand Junges, den man in bester Rollenspielmanier weiterentwickeln kann. So entstand Alex D., je nach Wunsch des Spielers, männlich oder weiblich. Gott, die haben die Stadt zerstört, um uns zu kriegen. So verzweifelt sind unsere Feinde auch nicht. Vielleicht haben wir einen neuen Feind. Audio is really important to the Ion Storm games. Außerdem hat der Sound bei Ion Storm Spielen einen sehr hohen Stellenwert. Bei Thief gibt der Sound dem Spieler wichtige Informationen und ist sehr wichtig für die Spielatmosphäre. Bei Deus Ex erzeugt er Spannung und gibt einem das Gefühl für die Spielwelt. Der Ton muss sich dauernd ändern, weil das Spiel so oft den Ort wechselt. Deshalb haben wir große Mühen in unser Soundsystem gesteckt. Es geht darum, wie Geräusche sich in der Welt ausbreiten. Die komplette Musik für das Spiel wurde von Alex Brandon und Todd Simmons geschrieben. Für die deutsche Version haben wir die komplette Sprachausgabe übersetzt. Das sind 30.000 Zeilen. Deshalb haben wir extra unseren Tontechniker Mark Lampert nach Deutschland geschickt, um an der Lokalisierung zu arbeiten. Außerdem haben noch einige Programmierer daran mitgewirkt. Die deutsche Fassung ist sehr gut umgesetzt. Die Dialoge werden zum Beispiel alle von professionellen Sprechern gesprochen. Das war uns sehr wichtig. Die Sicherheitsbots haben das Ziel erfasst. Oh Gott! Hey, was macht ihr Jungs denn hier? Ich dachte, das wäre erst nächsten Monat. Los, raus mit euch!
Goodbye, PC Games. Tschüss, PC Games. Deus Ex Invisible War erscheint bald in Deutschland. Ihr da drüben bekommt eine viel ausgereiftere Version als die, die wir in den Staaten ausgeliefert haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch heute etwas darüber zu erzählen. Macht's gut. Hallo, ich bin Randy Smith und das nächste Mal reden wir über Thief 3. Hallo liebe PC Games Leser, wir sind den ganzen weiten Weg von Nürnberg nach Texas Austin geflogen, um die heute hier einen Tag bei den Einstorm Studios zu verbringen. Gar nicht wahr. Nochmal. Was ist mit der Harvey Smith? Was macht der? Wir sind gerade beim Frühstück. Jetzt wollen wir mal schauen, ob Harvey Smith noch wach ist. Ja, also machen wir es. Schon wach ist klar. Hallo liebe PC Games Leser. Wir sind den ganzen weiten Weg von Texas. Nein, gar nicht wahr. Gar nicht umgekehrt. Hallo liebe PC Games Leser. Wir sind den ganzen weiten Weg von Nürnberg nach Texas Austin geflogen und besuchen hier heute die Einstorm Studios und werden einen Tag mit Warren Spector. Ach, mit gar nicht wahr, mit Warren Spector. Warum denn mit Warren Spector? Der steht da vorne. Hey, this is more fun than working, I'll tell you. You're not still recording, are you?